Wir wissen nicht, was ihr letzten Sommer getan habt, aber wir wissen, was ihr diesen Sommer tun werdet. Ihr schaut uns nämlich dabei zu, wie wir Teenager sterben lassen. Und schwitzt euch den Arsch an. Genau. Weißt du, was ich die letzte Woche getan habe? Nein. Ich habe Ash vs. Evil geguckt, weil das komplett? Die Hälfte. Ich okay. Ich hab die Szene, also die Szene, wo er plötzlich im Hintern von so einer Leiche landet und aus dem Bauch rausguckt. Ich habe Tränen gelacht. Das ist eine der besten Szenen, die ich jemals gesehen habe. Hast du schon dieses Gemetzel in diesem Diner miterlebt, wo der eine, glaube ich, mit einem Schlittschuh irgendwie bearbeitet wird? Ja, das klingt, aber die kommen rein und dann passiert direkt irgendwas und sie kriegen so diesen Schlittschuh ab, ja. Ja. Das ist auch gut. Da waren schon ein paar schöne, saftige Momente dabei. Ich muss das wirklich jetzt noch mal jedem empfehlen. Ich habe das nicht so ganz ernst genommen. Ich habe die ersten zwei Folgen damals vor Ewigkeiten gesehen. Ups. Fand die auch okay, dachte aber, naja, wahrscheinlich sackt das irgendwie ab und wird banal. Und dann habe ich es jetzt erst, nachdem es mir Keys, so ein Typ, mit dem ich immer spiele, hat mir das sehr ans Herz gelegt. Dann habe ich das nachgeguckt und es ist wirklich verdammt gut. Es ist schade, dass es mit der dritten Staffel aufhört. Und ich wollte das nur, ich will die Kunde einfach verbreiten, weil ich wirklich zu Hause sitze und schallend lache. Bei jeder Folge ist so ein Ding, wo du denkst, wow, allein effektemäßig, ich habe das noch nie gesehen, wie ihr das macht. Und dabei ist es immer günstig und ein bisschen trashig, ne? Ja, aber trotzdem irgendwie an den richtigen Stellen halt greifbar. Ja, also es sind schon echte Figuren, die da, und wenn da jemand stirbt, dann hat das auch einen gewissen Impact. Aber gleichzeitig wird sich auch vorher und nachher die ganze Zeit über alles lustig gemacht. Also es ist schon irgendwie cool. Bruce Campbell hat übrigens Geburtstag gehabt. Happy Birthday an der Stelle, ja. Auch von mir. Wie alt ist der? Pan 50? Ich finde es auch gut, wie sie in der Serie sich über seine Haarfärbegeschichte irgendwie lustig machen. So, hast du sein Kopfkissen gesehen? Ist komplett schwarz. Oder wo er so eine Montage hat, wie er alles zusammenbaut. Und dann hat er so einen Moment, wo er so diese Haarfärbesticks, die man so ins Haar macht, sich so einmal genüsslich so für zwei Sekunden das in die Haare zieht. Ich liebe es. 64 Jahre, Alter. 64. Bestes Rentenalter, auf jeden Fall. Ja, zu seinen Ehren spielen wir heute The Quarry. Und um vielleicht den Elefanten direkt mal aus dem Raum zu schießen mit meinem Elefantentöter. Ja. Ich habe es ja jetzt schon zu Ende gespielt. Ich weiß. Aber also nicht jetzt privat zu Hause, sondern wir haben so eine dumm und blutig Edition gehabt. Ich weiß. Und ich sag's ja auch mehr den Leuten. Ich weiß, dass du das weißt. Und da habe ich es natürlich jetzt durchgespielt. Wir haben vor allen Dingen gestern, also wirklich kurz vor der Aufnahme, haben wir noch das Finale reingedrückt. Also du bist hier völlig der Gearschte jetzt. Ich werde mich aber zurückhalten und ist wirklich wichtig, bei dem Spiel auch, wird man es erkennen, es gibt wirklich unterschiedliche Wege, 186 verschiedene Enden. Und die sind zum Teil, nehme ich an, sehr unterschiedlich. Und wir haben komplett diese Gruppe auseinandergebracht. Die haben sich alle gehasst am Ende. Keiner wollte irgendwem helfen. Keiner war fähig, auch nur 3 Meter zu laufen, ohne sich umzubringen. Insofern, das, was wir heute hier spielen, wird anders sein. Da bin ich ganz sicher. Ja, ich habe da jetzt keine Bedenken. Auch den Leuten noch mal sagen. Ja, du. Was ich Leute vielleicht. Ich weiß, ich habe auch ein paar Bedenken gelesen, so, ich kann es auch verstehen. Aber das ist ja nun mal bei den Spielen so. Keine Runde, glaube ich, gleich der anderen. Und ey, das war auch bei Heavy Rain so. Ich meine, wie viele Enden ich von Heavy Rain gehört habe und wie asozial mein eigenes Ende selbst war. Ich war wirklich deprimiert danach so. Ja, ich weiß. Weil ich halt irgendwie echt so viel falsch gemacht haben muss. So. Also es war wirklich. Es war einfach nur deprimierend. Es ist beim ersten Mal auch echt schwer, dann immer das Beste hinzukriegen. Ich weiß, und das damit höre ich dann auch auf, ich werde natürlich nicht spoilern, aber ich weiß natürlich jetzt schon ein bisschen mehr so. Also dieses Gesamtkonzept Quarry wurde für mich jetzt schon beleuchtet. Aber ich habe immer noch super viele Fragen und hoffe, dass wir in unserem Run sogar ein paar davon lösen können. Weil ich glaube, dass das Spiel so gemacht ist, dass man es immer wieder spielen sollte, wenn man wirklich an den Hintergründen interessiert ist. Genau. Okay. Und hinzu kommt, wir haben ja die letzte Folge damit aufgehört, dass wir euch vor eine Entscheidung gestellt haben. Wir haben nämlich gesagt, Tarotkarte Stern oder Tarotkarte Turm. Welche Zukunftsvision wollen wir sehen? Genau. Und wir haben uns die Kommentare angeguckt und ja, wir haben es jetzt nicht auf die letzte Stimme akkurat ausgezählt. Aber ich bin durchgegangen. Und für meinen Eindruck war zu dem Zeitpunkt, das war vielleicht vor einer Stunde, tatsächlich Turm hauchzart vorne. Es ist immer der Turm. Ja, also der dunkle Turm. Und vielen Dank für die Hinweise. Wir haben es inzwischen gefunden. Also nur mal kurz, wo kann ich das machen? Ah, hier, genau. Auf Einstellung auf X. Wir haben es gefunden bei Anzeige. Da haben wir jetzt mal den Filmfilter 80er-Horror eingestellt. Es gibt hier noch klassische Horror, Indie-Horror. Ja. Und ja, wie gesagt, eben die wir gewählt haben.
Und die haben wir jetzt mal genommen, weil ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Absolut. Ich frage mich nur gerade, inwiefern zeigt er sich? Ist es ein bisschen beschränkter? Es fliegen diese Fussel rum? Sind diese Fussel? Nee, die Fussel sind, wann sind sonst auch. Also nee. Der Filter ist einfach nur so dieses verwaschene VHS-ige. Ist grisseliger. Und ja, ich glaube auch hier dieses Interlace ist so ein bisschen sichtbar. Genau, das ist ein bisschen das Magnetband sehen. Ja, genau. Okay. So, wir drücken jetzt mal auf Weiter. Singleplayer, da waren wir. Möchtest du diesen Spielstand wirklich laden? Natürlich. Wir hatten das Kapitel entweder gerade abgeschlossen oder sind bei, ich glaube, wir sind bei Kapitel 4 gleich. Es wäre nur ein bisschen blöd, wenn uns jetzt das Spiel die Entscheidung vorweggenommen hätte. Oder vorweggenommen. Oder, ja. Nee, ich glaube, obwohl ja. Aber wir waren noch im Menü der Wahrsagerin. Ja, da ist gut. Sie. Aber ich kann dir nur Einblick geben in eine mögliche Zukunft. Welche soll es sein? Such aus. Da wir natürlich große Stephen King-Fans sind und auf euch hören wollen. Zack. Oh, da ist irgendwas mit so einer Winde. Ja, ich die glaub, Winde. Sie hat die nicht erwischt. Machen wir weiter. Also, sie ist hingesprungen und hat sie nicht erwischt. Ja? Oder hat sie. War das nicht ein anderer Körper, der auf die Fresse gefallen ist? Ja, das könnte sein. Kann, also ich habe auch. Und diese Winde, die geht von diesem Haus da auf der Klippe ab, wo wir ja schon die eine Gestalt, die diesen Schatten gesehen haben, so, ne? Das heißt, wir landen da vielleicht, werden gejagt und müssen über die Winde entkommen und können sterben oder jemand anderes. Mit Sicherheit müssen wir über die Winde kommen und mit Sicherheit werden wir daneben greifen. Ich weiß ja nicht mal, was von der Winde, von der Winde. Da hier, das da. Es war einfach. Ui. Oh, wir haben leichte Ruckelprobleme. Oh ja. Abby. Hier. Ist das vielleicht am Filter oder? Ist das am Filter ist? Vielleicht überhitzt oder so. Zeichne was? Das, okay, was euch zu gehen. Attackiert hat. Ah, komm, rette dich jetzt. Rette dich in den nächsten Frame. Nein! Okay, nicht vielleicht gut. Sollten wir diesen Filter ausstellen. Kann man jetzt hier raus? Nach der Sequenz würde ich es mal versuchen. Oder kannst du jetzt schon Start drücken? Also hier den mit den Strichen. Ja, jetzt kannst du nämlich auch in Einstellungen. Wir gucken mal, ob es daran liegt. Ich habe ein bisschen Angst, dass es. Ist denn da vielleicht der Stromstecker dran? Der Strom ist an. Okay, ist der vielleicht auch angeschlossen? Wenn die nämlich nicht angeschlossen sind, dann sind die immer ein bisschen empfindlicher. Es kann sich nur um einige Sekunden dauern. Also er ist angeschlossen und normalerweise ist der auch perfekt. Das ist ja genau der Rechner, auf dem wir auch das letzte Mal gespielt haben. Ist voll daneben. Ja, ist wahrscheinlich der Filter. Sag uns nur, was passiert ist. Scheiße. Wie dumm, ey. Okay. Wie dumm, diesen Filter anzubieten, dann geht er nicht. Ja. So ein Kerl und noch so eine Art Tier. Was verdammt? Was für ein Scheißtier macht denn sowas? Hab ich denn? Ist Abby? Ja, hey, sie ist okay. Mann, sie ist da drüben. Grauen und Zähne direkt auf mir drauf. Ich glaube, es war ein Bär. Wer hat ihn zermalmt? Vergiss es. Ich dachte, hier gibt's keine Bären. Nein. Oh, fuck. Schau mal da. Shit. Das Schwarze. Voll infiziert. Es verbreitet sich krass übel. Ja. Echt krass übel, Alter. Ja. Oh, sorry. Da hätte ich mich direkt gefragt, ist es gut, wirst du infiziert, wenn du da drauf langst? Aber wahrscheinlich ist es egal, oder? Was muss ich jetzt machen? Jetzt wahrscheinlich A drücken? Mehr drücken? Ja, oh, das war aber ganz dilettantisch, hast du dem. Also ich möchte, wenn ich mal eine Wunde habe, möchte ich nicht, dass du da drauf drückst. Was weiß denn ich, dass er jetzt da das Blut rausquetschen will? Warum? Du musst. Was? Gegendrücken, der Blutstrahl ist wie so, wenn so ein Hydrant. Alter. Ja, klar. Wie wenn du gegen Hydranten fährst, dann kommt das so einmal raus, dann musst du gegendrücken. Was hat er jetzt gesagt? Ich sag, wieso? Wieso sollten wir? Ich weiß auch nicht. Naja, ihm absägen. Schwarze Zeug. Was? Was glaubst du, was es ist? Sehe ich aus wie ein Doktor?
Ja, aber du willst mir das Kleid abziehen. Du hast gerade mit Amputation gedroht. Ich weiß nicht mal, was ich gesehen habe. Aber da war noch der Latzhosenträger, der ihm ja irgendwas gegeben hatte, ne? Ja, in der anderen Runde hieß er John Cena immer bei uns. Ich weiß auch nicht, hat sich so durchgearbeitet, aber der Latzhosenträger, ja. Der Latz. Latzhosen-Cena. Oh, Achtung, das ist jetzt super wichtig, glaube ich, dass wir hier aufpassen. Ich habe eine Knarre und kann damit umgehen, glaube ich. Ryan, wenn's Jacob oder Emma sind. Und was, wenn nicht? Vorsichtig. Keine Ahnung. War vermutlich gar nichts. Ja. Ist es jetzt weg? Nein, buh. Jetzt wäre der richtige Moment. Ja, hau lieber ab. Wie tapfer. Okay. Also, Lodge klingt im Moment irgendwie ziemlich gut, was? Schießen! Tu's nicht! Ich will euch retten! Oh, Scheiße. Nick. Ist er okay? Nick und Abby wurden angegriffen. Hier im Wald. Hey, hat jemand noch trockene Klamotten? Ich erfriere. Unsere Taschen sind noch im Minivan. Oh, fuck, ja, natürlich. Aber was ist dir passiert? Gut, gut, okay. Ich hab ja gesagt, ich hab Abby schreien hören. Dann rannte ich her, so schnell wie ich konnte. Vom See aus? Ja, dann bin ich plötzlich in dieses Ding, in diese Falle getreten, so wie Jäger sie nutzen. Das Ding hat sich um mein Bein gezogen und dann den halben Baum hoch. Zack! Ich häng da also, halbnackt. Und dieser Typ kommt mit so einer scheiß Machete auf mich zu. Starrt mir direkt ins Gesicht. Aber ich habe ihm eine Lektion erteilt und mich dann verpisst. Gut, wir müssen Abby und Nick zurück zur Lodge bringen. Jetzt sofort. Not what happened. Ganz genau. Es besteht... Bist du voll mit hoffentlich Marmelade? ja, nein. Ich wird wohl eher Blut sein. Da war dieser Typ mit einer... Er hatte eine Flasche. Aber das ist eine echt lange Geschichte. Oh. Ja. Nein, das ist echt krank. Oh, und Mann, wie konnte ich nur vergessen, euch das zu sagen? Ich habe im See jemand treiben sehen. Eine Leiche? Ach was, nein. Einer der Schwimmer der Schulmannschaft ist beim Training vom Weg abgekommen und klar eine Leiche, blöd Mann. Aber klar doch, Jacob. Es besteht kein Grund zu lügen oder irgendwie sarkastisch zu sein. Aber ich bin nicht sicher, weil er war so... aufgebläht und... Ich mag ihn. Okay, er sagt, da stimmt was nicht. Ich muss Emma holen. Ey, was soll das? Hey, ich brauch das, okay? Da ist gefährlich. Mann, wir müssen Nick und Abby schützen. Ja, aber ich muss Emma retten. Sie ist ganz allein. Vielleicht steckt sie gar nicht in der Klemme. Ja, aber ihr vielleicht auch nicht. Willst du mich absichtlich nerven? Nein, ich rette absichtlich meine Freundin, Arschloch. Ja, sie ist nicht mal deine Freundin, Mann. Okay, also... Ich lass los. Sonst wird doch noch jemand erschossen, oder? Bei dieser ganzen Nummer. Das ist doch dumm. Oh, jetzt wollte ich... Ah, nein, was? Nicht ausweichen, okay. Ne? Hört jetzt auf. Wir sitzen in der Scheiße. Und ihr Kasper drum. Unfassbar. Ja, Mann. Jacob, das Ding bleibt hier. Nick und Abby sind verletzt. Das ist unser Schutz. Jemand schleicht hier rum. Ryan. Sorry. Ryan das denkt, er wäre das oder wie? Er ist ein bisschen. Schau, wie es ihr geht. Wenn sie auf Anti. Der Insel ist, geht sie bestimmt gut. Ja, wo ist sie eigentlich? Oh, und dann noch eine Begegnung mit Captain Erlösung? Echt nicht. Okay, bei der Zipline ist bestimmt noch ein anderes Boot. Von dort aus komme ich auf jeden Fall bis zur Insel. Zipline. Wir müssen zurück zur Lodge und Hilfe holen. Wie denn? Nick kann doch nicht laufen. Ey, ich hab ne Idee. Nur mal so, wir haben einfach knallhart in den Busch geschossen.
Und dann war da gar nichts. Und dann sind die weggegangen vom Feuer. Und dann hast du nur kurz gesehen, wie er irgendwie im Busch liegt mit einer Schusswunde im Gesicht. Echt? Und das war's. Und dann habt ihr Jacob über den Haufen geknallt. Einfach und Emma haben wir vergessen. Also, this is what happened. Was hat zwei Daumen und treibt sich alleine auf... Okay, ein Rätsel für euch. Was hat zwei Daumen... Was hat ich glaube, es hat Daumen manchmal so einen Buffer. Ich muss ja immer erstmal in den Cache oder so. Gruseligen Insel rum. Idiot. Idiot. Ein Daumen. Ein verfügbarer Daumen. Okay. Und genau hier, auf dieser seltsamen... Alter, jetzt hör doch auf mit diesem Scheiß. Junge Seele. Das macht mich fertig. Streichel dem mal den Rechner. Zeig dem, dass es dir wichtig ist. Ist okay, der heiß oder was? Oh, das ist das Problem. Auf einer seltsamen kleinen Insel, ganz allein, rein mit nichts. Ich pack mal Sachen drunter, dass der ein bisschen Luft hat. Ja. So, da drüben ist ein Baumhaus. Mal sehen, ob ich euch etwas von der Panorama-Aussicht bieten kann. Die Sache ist die. Nicht, dass ich zurück will, will ich gar nicht. Aber selbst wenn. Könnte ich nicht, weil ich dann voll anhänglich aussehen würde, obwohl er es doch war, der einfach abgehauen ist. Gott, tut mir leid, dass ich mich aufreg und Dampf ablass. Ach, scheiß drauf. Weiter geht's. Auf zum Baumhaus, Entdecker, Freunde. Auf zum Baumhaus. Aber da ist ja auch oben... Das ist das Baumhaus oben, an der Klippe. Oder was meint sie? Ich weiß nicht, ich würde jetzt mal hier hochgehen, oder? Die Insel ist ein unberührter Teil des Steinbruchs, der sich nach dem Abdriften in den See renaturiert hat. Echt cool, oder? Als ich klein war, dachte ich ja immer, dass Inseln einfach so mitten im Wasser schwimmen, wie Luftmatratzen. Doch, ich bin jetzt älter und klüger und weiß, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint. Wie wenn du glaubst, du hättest nur einen heißen Sommerflirt und dann wird daraus Babysitten für ein haariges Riesenkind. Das traurig ist, weil du nichts Festes und ihm jeden verdammten Tag Liebesbriefe schreiben willst. Ja, aber... Und wenn wir gerade drüber reden, es macht euch doch nichts aus, oder? Das könnte sie doch jetzt auch nicht posten, warum oder? Warum rechtfertigt wäre das nicht ein bisschen Gefühle, intim, würde jeder wissen, wen sie eigentlich meint? Wenn er damit ist, oder? Oh, seht. Eine Metapher im Narrativ. Ich meine, ein Scheideweg. Wie passend. Hier kommt die Frage. Geht es für mich aufwärts, wörtlich, und ich lasse es gut sein? Oder bleibe ich auf dem bisherigen Weg und schimpf weiter über mein blödes Leben? Die ist so deep. Die ist so eine krasse Philosophin. Die Wahl wohl bei mir. Wie sie auch redet. Die Frau kennt sich aus. Sie ist belesen. Sie geht mir ein bisschen auf den Sack. Ich hoffe, sie stirbt bald. Ja, aber die Frage ist, wollen wir uns jetzt das Geseier noch weiter anhören und gerade auslaufen? Hast du jemals so eine Person erlebt, die seiert, ganz egal, was passiert? Wenn du die auf, so eine Kettensäge schnallst, selbst dann seiert die dir die letzten drei Minuten noch irgendwie, verkauft okay. Die dir noch ihren Produktcode. Dann frage ich, welcher Weg ist der wahrscheinlich tödlichere? Oder wie sag ich so? Ich kann dir natürlich jetzt spoilern, was wir gemacht haben. Aber was habt ihr gemacht? Lang. Ihr seid rechts lang. Ja. Dann gehen wir doch hier hoch. Weil es halt auch wie der dümmere und blutigere Weg wirkt. Ja, ja. Dann mal los. Vielleicht fällt euch auf, dass dieser Weg ein rustikales Flair versprüht. Und das ist kein Zufall. Ich weiß nicht, was auf euren Wegen so los ist. Doch wenn ihr nicht eine Stunde lang einen Splitter aus einem Kinderfinger zieht, dann ist das nicht authentisch. Keine Sorge, dem Zwerg geht's gut. Ich bin gut mit Kindern. Und was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Das Motto haben sie jetzt schon ein paar Mal... Das taucht immer wieder auf, ne? Ja, komm, ich geh doch. Aber beim dem Thema Wölfe oder was wir da, oder Werwölfe oder was das hier zu sein scheint, ist das ja auch gleich auf der Metaebene auch interessant. Oder? Weil wenn es dich nicht umbringt, wirst du zum Werwolf und genau. Somit stärker. Und somit stärker. Es sei denn, du hast eine silberne Kugel im Pelz. Ja, was mögen das, die noch nicht? Was ist das mit dem warte mal, mögen die sonst irgendwas noch nicht? Nee, das ist nur die silberne Kugel. Ja, ja, ne? Eine Sache. Gut, hey, wahrscheinlich. Haben die auch ein Kreuz oder so irgendwas? Glaube? Nee, ist nur nee Vampire, ne? Kreuz ist, glaube ich, eine Vampire. Ach, Blade, wirklich? Die ganze, alles nur mit Silber? Na gut, Blade kämpft ja auch nicht gegen Werwölfe. Ah, stimmt, das sind ja Vampire, ich voll Idiot.
Aber bei Dings, aber bei Underworld kämpfen sie ja gegen Werwölfe. Und da weiß ich jetzt halt nicht, ob da nur silberne Kugeln oder irgendwie sowas. Ich meine, der das ballern die elf. Teuer. Das will ich, darauf will ich eigentlich hinaus. Dahin gehen ja. wir jetzt. Nicht zu schäbig. Also buchstäblich schon zu schäbig. Und trotzdem die Aussicht. Pure Gänsehaut. Es gibt auch eine Zipline, vor der ich, ehrlich, so richtig Angst habe. Aber so ist es halt. Sollte sie auch. Ich bin hier, oder? Ich werde den Tag so hart nutzen, dass er nicht weiß, wie ihm geschieht. Zuerst müssen wir ankommen. Und es gibt noch so viel zu bereden. Ja. Warte mal, lass kurz mal überlegen. Mitfühlend hoffentlich ist Abby okay oder es ist Jacobs Problem. Ja, aber dann... Was denn? Naja, das ist ja wieder dieses Ätzgeseihe, was wir ja eigentlich jetzt schon die ganze Zeit hören. Ja, dann lass sie uns doch umpolen. Lass sie uns mitfühlend sein. Sie ist weggelaufen. Falls ihr es nicht wisst, ich hab mit Nick rumgemacht. Nee, sie wissen es nicht. Als Mutprobe. Ich bin echt keine Bitch oder so. Oh, und als Kontext. Abby mag Nick. Also, eigentlich... Niemand macht solche Storys! Ich wollte nur die Flammen ein bisschen anfachen. Ihre Flirtversuche glichen denen betrunkener Quallen. Echt schlimm. Der arme Kerl war wie gelähmt. Ich hoffe, der Akku ist gleich leer. Aber jetzt werden sie es schnallen. Ich wette, sie sind gerade draußen im Wald und lassen es sich massiv gut gehen. Wie aber auch es jeder geschafft hat, sich irgendwie zu isolieren und alleine auf dieser tödlichen Insel rumläuft, in Unterwäsche. Das alleine ist schon... Und feucht. Also wirklich nass. Nass, kalt, Unterwäsche, aber Hauptsache das Handy läuft. Genau, nimm deinen letzten Akku für die Insta-Story und nicht etwa, um vielleicht zurückzufinden. Oder Hilfe zu rufen. Ist das die Zipline? Aber die würde ja nur einfach... Okay, aber die würde ja wirklich nur rüberführen, oder? Ist das nicht einfach da, wo du hergekommen bist? Wenn ich da jetzt einfach runterlaufe, dann bin ich ja auch tot, oder? Was ist das für eine Zipline? Die führt doch einfach nur 10 Meter weiter runter. Okay, da geht's der gleiche Weg. Aber heißt das, wir halten uns lieber davon fern, weil wir diese Vision ja auch gesehen haben? Naja, das ist jetzt das Ding. Das Spiel hat mich jetzt schon wirklich dreimal auf diese Zipline hingewiesen. Einmal mit der Vision, die wir gehabt haben. Mhm. Dann hat er, hier Jacob, gesagt, er geht jetzt zur Zipline, beziehungsweise da ist die Zipline. Und sie hat jetzt auch was von der Zipline erzählt. Es ist ja schon irgendwie auffallend, dass irgendwas mit der Zipline jetzt demnächst passieren soll, beziehungsweise die Zipline vielleicht eine Rolle spielt. Wenn wir nicht zu der Zipline kommen, kommt die Zipline wahrscheinlich zu uns. Ja, also sie haben die Zipline uns eigentlich schon aufgedrängt. Weil, ist lustig, weil der wirklich wie in der South Park-Folge und sieht auch so aus, hier ist mega langweilig. Ist einfach nur ein Ding, wo du einmal so durchfährst. Ich glaube, wir werden vielleicht noch verfolgt oder so. Und dann müssen wir über die Zipline. Aber die Frage ist jetzt, guck mal, hier ist was zum Anklicken, aber... Die Frage ist ja jetzt, ich bin halb nackt, ich bin feucht. Was habe ich jetzt hier vor? Erstmal einbrechen. Oh, schaut. Schlüssel. Okay, dann ist es kein Einbruch, ne? Vom Polizeiwagen. Muss eine dieser... Oh. Tut mir leid, Officer. Ich habe keine Ahnung, was die meinen Situationen seien. Also, lass ich die besser einfach hier liegen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass diese permanenten... Was? Was denn? Naja, dass diese permanenten Blicke ins Handy, dass die für einen Jumpscare gleich gut sind. Weißt du, dass wir sie sehen von vorne? Und dann passiert was hinter ihr. Und dann passiert irgendwas hinter ihr, beziehungsweise sie wird irgendwie weggerissen. Ja, ich finde die Idee an sich jetzt auch nicht schlecht, dass sie so ein bisschen sich ihre Angst auch stellt, indem sie in ihr Handy redet. Ein extrem klappriges und noch unterwältigenderes Baumhaus. Aber sie ist so unauthentisch dabei. In einer Parallelwelt könnten der kleine Jacob und ich hier Familie spielen. Schatz, ich bin da. Wie war das? Ich hab die Bettzeit der Kids verpasst. Puh, was für eine Begrüßung. Oh, irgendwie finde ich das voll creepy. Was? Dieses dumme Rumgelaber ins Handy. Alles auf. Das ist unverfälschte. Weil sie auch allein ist. Das hat so was ganz Weirdes. Es scheint, dass jemand vergessen hat aufzuräumen. Aber findest du? Ich finde, das ist mittlerweile schon etwas etabliert. Aber wer macht sowas? Echt jemand? Vielleicht habe ich einfach... Aber ich erkenne nichts. Also das, was sie sagt, ist ja auch nicht sonderlich geistreich und ist halt einfach nur so toxisches Rumgehaule. Als hätten wir die Wahl. Alles ist doof, alles ist Schuld. Von Fremden? Oder öffnen wir die Horrorfalltür und sterben einen schrecklichen Tod? Es gibt buchstäblich keine richtige Antwort. Doch.
Also, du hast es, wenn du es mir schon so anbietest. Aber ich würde gern beides auch machen. Nee. Ich will auch die Tasche durchsuchen. Nee, ich will jetzt. Ich soll jetzt verrecken. Wir sind ja nicht bei dumm und blutig, ne? Der letzte Vorhang fällt. So offensichtlich. Das kommt jetzt, pass auf. Irgendwas. Ah! Es wird, der wird nicht sein. Glaub ich auch. Oh! Oh shit. Gut, wir haben es so gewollt, ne? Shit! Scheiße! Ich erinnere mich übrigens, dass wir hier. Doch, wir sind da auch gelandet. Jetzt fällt es mir gerade auf und ich hab's nicht mehr gewusst. Ich hab's nicht gewusst. Aber du wolltest es auch so. Aber ich hab's nicht gewusst. Weil ich gedacht habe, es ist ein Gag. Ich glaube, man läuft unten lang und dann merkt man, da geht's nicht lang. Und dann gehst du die Leiter hoch. Ja, ja, also da ist nämlich eine Leiter, du hast recht. Und deswegen habe ich das nicht mehr so erinnert. Aber was denn? Du kannst versuchen, sie zu retten. Das würde ich gerne machen, weil diese Leben haben wir ja gar nicht benutzt. Ich benutze es. Also aber jetzt darfst du halt nur nicht die Todesfalltür, wo das Monster wartet, aufmachen. Die mache ich danach auf. Ey, wie lustig, dass mir das nicht mehr eingefallen ist, bis es passiert ist. Ach, Simon, so können wir nur arbeiten. Ja, aber du wolltest das doch auch. Komm, eigentlich wolltest du es. Ja. Ich habe aber auch nicht erwartet, dass da was. Weil sie mir auf den Sack geht. Ja, eine Falltür ist doch auch so offensichtlich. Das ist wie die Falltür in Evil Dead. Die machst du auch nicht auf, weil du halt einfach schon siehst, nee, keine gute Idee. Habt ihr das gehört? Aber wir müssen ja jetzt auch entkommen. Wühlen wir in den Sachen von Fremden? Oder öffnen wir die Horrorfalltür und sterben einen schrecklichen Tod? Es gibt buchstäblich keine richtige Antwort. Ich saß mal in Freitag der 13. Der wurde irgendwann mal wieder aufgeführt. Ja? Mhm. Und da hat ein sehr weiser Mann, anonym im Dunkeln aus der Publikumsreihe, etwas sehr Lautes und sehr Weises in den Film reingeschrien. Ja? Das war ziemlich zu Beginn. Da kommt das Mädel an, steht blöd in der Gegend rum und dann siehst du ja dann schon direkt zu Beginn, wie ihr die Kehle so am Baum aufgeschnitten wird. Und der Mann, der halt anonym was aus der Menge geblökt hat, meinte, wer so grinst, muss sterben. Und er hat Applaus gekriegt für diese Aussage. Hat dich gefreut, der Applaus, ne, dass du den bekommen hast? Nein, ich hab den nicht, ich hätte gerne gerufen. Anonym. Ich habe aber applaudiert. Ja. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, öffne ich die Falltür. Ja. Ja, weil wer so grinst, muss sterben. Ja, da hast du recht. Da habe ich Moment, bevor du das machst, geh nochmal kurz zurück ins Vollbild. Das kann ich ehrlich sagen, die Geschichte kann ich normalerweise nie erzählen. Und zwar war ich schon ewig, das ist ewig alt. Das war Jurassic Park 1 im Kino. Und da ist die Szene, wo sie über diesen elektrischen Zaun klettern und dann geht der an. Ja. Und der Junge fliegt so weg und alle rennen zu ihm hin und er ist irgendwie tot. Und dann habe ich gesagt, also wegen Elektroschock, halt sie doch nochmal kurz an den Zaun ran. Haben die Leute sehr gelacht. Und fand das sehr lustig. Und das war der Moment, wo ich irgendwie, glaube ich, Bock hatte, irgendwas mit lustigem Shit zu machen, weil dieses Gefühl so geil ist, wenn Leute irgendwie lachen. Und du hast vorher noch nicht was gemacht? Also das war dein erster Applaus. Erstes Mal im Kino schreien. Ja, also nur, dass Leute irgendwie, aber ich habe da im Kino das nie wieder gemacht, das mache ich halt nur. Das war der Moment, wo ich anfing, mich zu begeistern für mich. Es gibt gewisse Momente und Situationen, da muss man es einfach machen. So wie der Herr damals im Freitag der 13. oder du jetzt bei Jurassic Park. Ohne uns, wir sind die Leute, die Regeln brechen, aber wir bringen die Menschheit dadurch voran. Ja, oder zumindest das Verhalten im Kino. Apropos brechen, genau. Wir brechen erst das Gesetz und dann vielleicht und ihr Rückgrat. Ich ziehe mir etwas an. Das ist mehr eine gute Idee. Gibt's heute nicht zu sehen. Tja. Glaubst du, das Monster ist die ganze Zeit oben und wartet? Und damit sind direkt 3000 Subs wieder weg. Ja, so schnell geht das, ne? Was zieht sie denn überhaupt an? Irgendwelche Taucherklamotten oder was? Arbeiterklamotten. Männerklamotten. Oh, das ist eine gute Idee. Warum liegt da ein Elektroschocker? Gut, also. Nein! Was. Vergiss die Falltür! Ich werde nicht erschreckt. Jetzt macht sie es von alleine! War doch klar. Hast du die Kamerafahrt gesehen? Ja, aber ich stirb doch jetzt! Hast du die Kamerafahrt gesehen, die so weg von der Hütte ging? Ich wette, die sehen wir gleich nochmal. Leb wohl, böse Welt! Der letzte Vorhang fällt und keine Zeit für Zugang. Aber vielleicht kann ich jetzt das machen. Ja. Schocki, Mac, Elektro. Taser, oder? Taser, oder? Taser, ja, ist viel schlimmer. Den haben wir auch. Oh, guck mal, der sieht aber schön aus. Oh, schnell, was machen? Willst du Foto? Das war dumm.
Sie hat ein Foto gemacht. Ist doch gut. Das ist doch völlig dämlich. Nein, Simon, wir durchbrechen damit endlich mal die Kette von wegen... Okay, zugegeben. Keiner will mir glauben. Ja, okay, zugegeben. Ein Foto von dem Vieh ist schon nicht schlecht. Ein Werwolf? Bist du auf Drogen? Oh, Achtung! Ah, drück A, mehr A. Oh, komm, Gino! Yeah. Ja! Hast du gerade Gino gesagt? Ja, ich habe Gino gesagt, weil ich musste letztens bei Gino hängen. Ich bin jetzt auch bei Ginos Programm. Siehste. Shit. Was jetzt vielleicht sprühen? Sollen wir sprühen? Ja, gerannt sind wir schon genug. Komm, sprühen wir mal. Ja, siehste. Was heißt das? Okay. Oh. Gekonnt, übersprungen. Jetzt rennt sie wieder zurück in die Hütte? Ja, was soll sie machen? Ne? Aber das ist keine gute Idee, weil das Vieh nicht nur, was dann auf dem Fenster ist, sondern das Vieh ist doch mega stark. Okay, noch höher. Tür versperren, Falltür benutzen, ja. Man könnte beides machen, ne? Ja, ich würde die Tür versperren und die Falltür benutzen. Oh, bitte mach's richtig. Ja, das ist doch nicht gut. Ach nee. Jetzt kommt er durchs Fenster, natürlich. Ja, das habe ich ja vorher noch gesagt. Okay, jetzt Spray nochmal benutzen. Und nee, dann die Tür, oder? Entscheide du! Oh Gott! Okay. Ja! Ja, brutzel ihn! Obwohl, eigentlich wollte ich eben noch, dass du stirbst. Ja, aber jetzt hat sie gelitten. Nachdem sie gelitten haben, haben sie Buße. Ich wollte sagen, ich musste letztens bei Gino hängen, die Hang-Challenge machen, weißt du was? Also so lange hängen wie möglich. Ja. Und hast du schon mal irgendwie versucht? Nein. Wo zu hängen? Einfach irgendwo zu hängen. Abzuhängen, ja. Ja, abhängen habe ich auch gedacht, als er mir gesagt hat, komm, wir hängen eine Runde ab. Das ist immer bei Gino, so fängt's immer an. Ne? Und dann musste ich halt da hängen für, was war das, 64 Sekunden? Alter, das tut so weh. Das ist krass, ja, das glaubt man nicht. Das ist wie Planking, wo du nach einer halben Minute denkst, ey, ich... Aber Planking, da kriege ich mittlerweile eine Minute so problemlos hin. Aber hast du mal die Weltrekordhalterin gesehen? Die hat das, glaube ich, 4 Stunden gemacht. Kannst du dir nicht vorstellen. Mehrere Stunden Planken. Völliger Wahnsinn. Ja gut, bei 1,30 hört es bei mir auch. Nee, ich glaube, die kann so ihre Sachen so einklinken einfach. Ihre Knochen und Knorpel einklinken. Ah, das kann ich mir nicht erklären. Hast du Schmerzen? So, komm, mach das jetzt. So ein Arretiermodus. Ja, mit der Bewegung und... Ich bin echt hungrig. Wir geben dir was im Haus, okay? Ja, okay. Bisschen rohes Fleisch wäre jetzt nicht schlecht. Für die Proteine. Komm schon. Oh Mann. Ich hab so Hunger. Ich weiß nicht, was ihr alles... Nee, er wurde nicht behandelt. Der andere, Jacob, wurde behandelt. Granola? Ne? Kid, ich hasse Granola. Wie, was hat er gegen... Oh, wir kriegen Ketchup. Drück A. Mehr. Ja, gut. Geil. Weil wir müssen, habe ich wohl irgendwo gehört, auch möglichst viele davon finden, um gute Enten zu bekommen. Ich weiß aber nicht genau, warum, in welchem Kontext das ist. Gute Enten. Das öffnet die Krankenstation. Nicht Enten, aber Enten. Na, hoffentlich können wir ihn da erstmal versorgen. Der andere hat Hunger. Ich hol dir was zu essen. Jetzt krieg ich auch Hunger. Hier, Ente, da ist. Oh, eine Ente, ja, eine Ente wäre vielleicht geil. Du und ich werden ein Telefon suchen. Oh, ja. Ist da nicht eins in Mr. H's Office? Yep. Wir kommen zu euch. Kapiert. Ja, oder? Denkst du, was immer sie angegriffen hat, hat, weiß nicht, ihre Fährte aufgenommen? Finde ich jetzt nicht den allzu... Ich weiß nicht, was, wenn es Blut geleckt hat und sie jetzt irgendwie verfolgt? Da hat er wahrscheinlich auch recht. Ich glaube nicht. Aber warum? Sag doch nicht einfach sowas. Wenn wir bei ihnen bleiben, sind wir dran. Ich weiß nicht. Ich glaube echt nicht. Was auch immer sie angegriffen hat, das kommt nicht in die Lodge. Okay. Ja, klar. Der sagt einen Bullshit zusammen gerade. Warum ist denn der in letzter Zeit so... Wir brauchen Verstärkung. Der sagt immer so weirden Shit, der irgendwie... Als würde er sich auskennen, aber in Wirklichkeit ist es doch Quatsch. Natürlich können die ja reinkommen. So tot. Ich sag mal so. Warst du nachts hier, wenn das Camp stattfand? Natürlich können die auch Blut riechen. Also es ist doch... Naja, was riech ich mich jetzt auf? Er ist halt wahrscheinlich mit einer der teuersten auf der Payroll. Dementsprechend darf der solche Sachen sagen. Ja, okay.
Aber er ist so komisch edgy geworden. Er war am Anfang doch einfach nur ein ruhiger, introvertierter. Und jetzt ist er so ein edgy, ich finde euch alle doofi. Ich habe nichts gehört. Ja, das, Simon, diese Figuren kennen wir doch auch. Das sind die, die am Ende dann durchdrehen. Ja, ja, also er hat auf jeden Fall Durchdrehpotenzial. Das ist hier so, weißt du, der immer auf seine Chance gewartet hat. Ja, er ist jetzt ein bisschen unterdrückt und dann kann er aber endlich mal den Leader raus. Genau, wie bei Yellow Jackets, das Mädchen mit der Brille hier, die von ja. Christina Ricci gespielt wird. Yellow Jackets, kann man auch sehr empfehlen. Zumindest so zum Gucken, schön. Ja, ich würde sagen, hoffnungsvoll, oder? Mal ein bisschen gute Laune verbreiten, paranoid ist nicht das Richtige. Damit machen wir es nicht besser. Oh, nö, warum auch noch? Ja. Ich meine, Verzweiflung ist ja immer mit der erste Grund, weswegen du irgendwo verreckst. Don't panic. Ich habe irgendwann mal gelesen. Wir brauchen jetzt Hilfe. Wo rufe ich an? Mr. H? Hab nur die Nummer von diesem Telefon. Nimm, ruf doch einfach bei der Polizei an. 911. Du meinst 911? Wer sagt 911? Ich weiß nicht, ich... Scheißegal, Mann. Aber, siehst du? Wonach soll ich fragen? Polizei? Nach einem Arzt? Was hat er für ein Problem, wie er seine 911 buchstabiert? Was ist los, Digga? Okay, komm. Polizei direkt. Ruf die Polizei. Cops? Mit der grünen Minna. Scheiße, die schön den Werwolf abholen. Kidnappen. Die sagen so, Notfallzentrale, wie kann ich Ihnen helfen? Und ich, Hilfe, Hilfe, meine Freunde wurden angegriffen. Es waren Bär oder auch kein Bär, doch definitiv ein Tier mit Zähnen. Einer wurde gekidnappt von diesen Jägern mit Blut im Gesicht und es sind Schüsse gefallen. Doch nicht von uns, aber vielleicht doch von uns. Und sie haben meinen Freund Jacob vom Baum geholt. Separater Fall, lange Story. Ja, ja, das ist gut. Okay. Was diskutierst du denn jetzt einfach? Ja. Notfallzentrale. Na endlich! Was? Was ist los? Tot. Was? Aber das ist doch offensichtlich, dass da jemand gerade abgeschaltet hat. Hast du jetzt aufgelegt? Wie jetzt aufgelegt? Ich weiß nicht, vielleicht bist du abgerutscht und hast dann aufgelegt. Du weißt, wie man anruft? Ja, na klar. Alter. Außer mit Handys? Quatsch doch einfach nicht so viel Bullshit! Wie man anruft? Du hast es geschrottet. Ich hab's nicht. Okay, so viel zum Telefon. Ihr wollt es nicht nochmal probieren? Nee, reicht. Einmal reicht. Festnetzanschluss? Nicht so direkt. Was? Der Radioschuppen hat alte Funkausrüstung. Wo du deine Ansagen machst? Wo ich meine coolen Sommertracks mische, ja. Und wo ich die Durchsagen mache. Es gibt dort alte... Das wärst du. Geräte. Ich denke, wir könnten vielleicht was basteln und einen Notruf senden. Okay, ja. Ja, oder wir könnten halt das Telefon noch einmal benutzen. Nö. Leg das weg, Dylan. Hä, was? Warum? Hä? Warum sollte man das jetzt weglegen? Hast du mal geguckt, Digga? Ich leg es zurück, wenn wir gerettet sind. Er hat Blut im Gesicht. Sicherheit sind. Okay, sei vorsichtig. Ist schon gut. Hat er nicht auch eine Waffe? Ja, er hat doch auch eine Waffe. Was will er denn? Er ist einfach extrem anti. Ich weiß aber nicht genau, warum er so anti ist. Liegt wohl am Wetter. Was für Wetter, Ryan? Na, bestimmt waren es die Bären. Bären. Und wieso sind Bären an einem schuld? Okay. Also das ist dein Argument. Schieß ihm einfach ins Gesicht. Kannst später sagen, es war jemand anders. Die Leitung gekappt und den Strom abgestellt hat. Was, wenn dieser Bär draußen im Flur auf uns wartet? Verflixt. Siehst du? Wir sollten besser Caitlin verraten, was wir vorhaben. Sie schiebt sich an Panik. Ja, okay, ja, los geht's. Aber Ryan war doch eh schon die ganze Zeit auch ein bisschen schräg, oder? Ja, ich meine, als sie bei introvertiert und so ein bisschen ja, in sich gekehrt, ja. Caitlin. Oder was meinst du? Naja, aber auch so, da scheint ja noch ein bisschen was im Hintergrund zu sein. Naja, also er ist ja scharf auf... Was meinen jetzt? Was defensiv, komm, ich will jetzt hier nicht so weiter. Braucht sie doch nicht wirklich, oder? Aber hatte er nicht eben noch hinten am Rücken eine Waffe? Ja. Warum? Sie ist jetzt in der Lodge. Vielleicht hat er die in der Hand. Du hast doch eben selbst gesagt, da könnte was Gefährliches sein in der Lodge. Wann? Gerade 20 Sekunden her.
Okay, sicher. Aber ja, aber er ist doch scharf auf Dylan, deswegen vielleicht ist er so komisch ihm gegenüber. Jetzt gib ihr das Ding, Mann. Also, so wie der nervt, würde ich es ihm nicht geben, aber wer war nochmal der bessere Schütze? Er will ja das Ding Caitlin geben. Ach komm, ey, gib mir die Waffe ab. Ich versuche jetzt mal hier ein bisschen. Ja, aber da hättest du wenigstens schießen können. Jetzt überlässt du es dem Dödel und irgendeinem. Hey, wir haben ja noch meine. Sei extra nett zu mir und vielleicht darfst du auch mal. Schreib keinen Scheck, den dein Arsch nicht packt. Mein Arsch hat ein fettes Bankkonto. Ah, jetzt haben wir uns ein bisschen bei Ryan eingeschleimt. So läuft das, Leute. Ich störe wohl gerade. Macht euch Notizen. Ja, vielleicht können wir den nachher mal so richtig, wenn er sich jetzt wirklich als der... In den Arsch. Also ich habe nur wiederholt, was gesagt wurde hier. Nee, aber ich glaube, wir können die schon zusammenbringen. Jetzt mal... Kopf hoch, Großer. Ohne Flachs. Aber ich mag vor allen Dingen nicht, wie die sich anzicken. Ich würde gerne, dass die ein besseres Verhältnis haben. Ja! Oh, danke schön, Dylan. Du bist so großzügig und stattlich. Ja, kein Problem, mache ich doch gerne. Ja. Was ich lieb, das neckt sich. Ja, aber ich meine, es wirkt jetzt aber auch so, als hätte Ryan schon echt Trouble einkalkuliert, so, weißt du? Also als würde er sich wirklich mit ihm streiten wollen, so, weißt du? Was wäre denn jetzt passiert? Hätte er ihn am Ende mit der Waffe bedroht und hat gesagt, gib mir die Knarre her? Ich weiß es nicht, aber diese Waffendiskussion scheint ihm echt wichtig zu sein. Ich glaube, der ist so dieser typische Gutmensch, der sich für alle Gedanken macht und immer dafür sorgen will, dass du darfst keine Waffe haben, so dies und das ist immer schlecht. Ja, aber er hat doch auch eine. Ja, aber er ist ja verantwortungsbewusst. So wie Jack aus Lost. Weißt du, was ich meine? Ja, dieses Helfer-Syndrom. Ich muss mich um alles kümmern. Jetzt will ich aber hier endlich mal die Slackline. Schnell. Ja, weil langsam einkurbeln ist vielleicht leiser als schnell, oder? Das ist gut. Mach mal langsam. Ich glaube, du hast recht. Hat nicht ohne Grund gequietscht. Okay. Nein. Die wollen uns nur triggern. Oh shit! Okay, das war eine dumme Idee! Wir hätten es schnell machen sollen! Schröckert, warum hast du nichts gemacht? Weil du nein gesagt hast. Ich dachte, die wollen uns verarschen! Ah! Aber sie wurde auch schon gebissen. Oder gekratzt, oder was? Ja. Vielleicht bei dem Kampf eben? Doch, vorhin, ja. Ganz sicher, als wir einmal irgendwas verkackt haben. Oh, diese Wasseranimation ist echt nicht geil. Das Wasser selbst ist richtig schlecht. Weiß ich nicht. Hätte ich den See lieber abgepumpt. Das bringt doch nichts. Da hat doch keiner was von. Aber, guck mal. Wenn es jetzt so war, dass der Körper, der da gefallen ist, wirklich von der Slackline oder von der Zipline geflogen ist, dann haben wir jetzt so gesehen die Zukunft verändert? Ja, wir haben es überlebt, würde ich sagen. Slackline ist durch. Skynet kommt also gefahren. Nicht mehr? Naja. Also ich hoffe, wie viel Slackline mit Skynet verbunden sind. Slacknet. Das war so eine riesen Zip-Verschwörung. Die Ziplines werden bewusst. Schön, dich zu sehen. Ja, wir haben deine Scheißkarten. Ist es wieder soweit? Eine, immerhin. Also es muss wirklich in jedem Kapitel einige geben, aber ich frage mich immer wo, weil wir laufen doch auch schon überall rum. Na ja, gut. Die Kraft kann überraschen. Nicht jeder weiß, was in ihm steckt. Dass man Zugang zu bisher ungeahnten Energien haben kann. Es wirken vielerlei Kräfte in uns allen. Und was die eine Hand uns gibt, das könnte die andere uns auch wieder wegnehmen. Wie immer gibt es mehr zu sehen. Und wie immer entscheidest du. Willst du noch was sehen mit mir? Ja, klar. Klar, mehr sehen. Das ist der. Hier, das ist. Er wird super stark. Hosenlatz-Ziner. Hosenlatz-Ziner. Du verabschiedest dich also. Also.
Denk an Folgendes. Vergiss nie, wer deine Freunde sind. Die Menschen, die auf dich Acht geben. Also ich sag mal so, nach den bisherigen Ereignissen könnte ich jetzt nicht wirklich sagen, wer meine Freunde sind. Nee. Die Ungebissenen, würde ich sagen. Ja, die Ungebissenen vielleicht, aber... Reise ins Ungebisse. Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde keinen von denen sympathisch. Insofern möchte ich mit keinem von denen befreundet sein. Und egal, wie wir jetzt auch gespielt haben, wir haben es immer irgendwie geschafft, entweder jemanden abzufacken oder jemanden halt, sag ich mal, mit irgendeiner Aktion, ja, weiß ich nicht, unterwürfig zu erscheinen oder ja, uns irgendwie in die, ja, irgendwie klein gemacht und keine Ahnung zu treten. Ja, aber das liegt daran, dass es Kinder sind. Das sind einfach Jugendliche. Das ist so, so existieren die. In diesem Zustand leben die. Bisschen Job haben. Hey. Ja. Hey, ich habe nichts zu essen gefunden. Die Küche ist geplündert. Aber er wird mega stark. Verdammt, also ist ja wohl nicht mehr zu retten, oder? Das ja, mega stark, wissen wir jetzt noch nicht. Er hat diesen riesen Typen hochheben können an einem. Das machen die übrigens sehr gerne in diesem Spiel. Jemanden an einer Hand hochheben. Das ist irgendwie so ein krasser Move hier. Was passiert? Okay. Das ist alles verschwommen. So wie bei Ash vs. Evil. Das ist auch ein sehr beliebter Move. Oder ist die Mucke? Generell dankbar. Ja? Nein, ich weiß nicht. Ich muss an Akbar denken. Mitfühlend. Ach komm, wir sind so richtig emo. Du, wie geht's dir? So, wir verbluten hier, aber wie geht's dir? Ich bin froh, dass es dir gut geht. Dir geht's doch gut. Tut mir leid, ich wiederhole mich. Ich. Au. Schon gut. Das könnte vielleicht die letzte Nacht meines Lebens sein. Ja. Ob er sich so auch infizieren kann? Mit Werwolfismus? Mit Werwolf-Sperma? Okay, sie sucht nach. Im Grunde, wo ist der Unterschied? Ich beiß dich, ich pflanz dich. Defloriere dich. Defloriere dich. Also, zum Schutz. Was ist mit dem Licht? Weiß nicht. Schon besser? Wie das keinen interessiert, das ist doch offensichtlich, dass da was schief läuft. Was wollen Sie zum Radio schuppen? Genau, das Telefon ist tot. Sie wollen von dort SOS senden. Ich dachte, ihr habt keinen Strom. Wir halten die Stellung. Ja, komm, sprich die Geräusche an. Endlich macht mal jemand was. Habt ihr das auch gehört? Ich dachte, Dylan und Ryan wären schon weg. Wartet, ich sehe mal nach. Wer weiß, was da draußen ist. Vielleicht gefährlich. Ja, genau deshalb will ich nachsehen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja, also... Die haben so aneinander vorbeigeredet gerade. Er hätte auch gar nichts sagen können. Wer ist hier der Drehbuchautor? So. Achso. Aber, er kann ja nicht laufen, sonst hätte ich gesagt, dann geht doch wenigstens zu dritt alle, aber sie kann immerhin schießen. Also sie ist auf jeden Fall eine gute Schützin, ja. Also, solange du nicht am Pad bist, Jan, aber... Wir können ja mal gerne... Nein, komm hier! Nee. Ich habe das letzte Kapitel gespielt, du bist jetzt dran. Ja, 4 Minuten noch. Du machst beim nächsten Mal weiter. So viel steht schon mal fest. Und streng dich bitte an. Oh. Das erinnert jetzt ein bisschen an Dings, ne? Until Dawn. Da gab's ja auch eine etwas größere Lodge. Es sind diese Lodges, genau. Das eignet sich immer sehr gut, um sie dadurch zu jagen. Aber der Plan von ihr. Gut, was erzähle ich, ey? Sie läuft halt jetzt rum und guckt mal. Was stelle ich hier eigentlich noch in Frage? Aber warum gehen Sie nicht davon aus, dass das vielleicht... Ah! Oh! Ich hab absolut recht gehabt. Ah, ich glaube, sie lässt sich von ihm aber echt nichts sagen. Warum? Warum? Das ist ja wirklich mega dumm. Warum läuft die denn so frontal auf den zu? Das ist doch völlig selbstmörderisch. Nur damit ich kurz ausweichen kann.
richtig schönes Cliffhanger-Ende, Simon. Denk dran. Ich glaube, das kommt gleich. So von wegen, schlag ihn tot oder versuch ein Gespräch anzufangen. Ja, irgend sowas wird auch kommen. Wir haben ja eben gerade die Vision gesehen, wo uns der Kollege hilft und ihn an die Wand nagelt. Finde sie und blute sie? Blute, oder was wollten die sagen? Nee, was? Nee, wahrscheinlich schon das Gleiche wie... Achtung! Das Gleiche wie, was sie mit Jacob gemacht haben, ne? Das Blut rausholen? Ja, zumindest oder so das Gesicht einschmieren oder so. Ich schätze mal. Blute sie? Du meinst das Einschmieren mit dem... Genau. Dass die Wand... Ah, okay, dass die Werwölfe nicht... Ich halte. Oder wir wollen doch überleben. Alter, der Typ ist ja Blindfisch! Der sieht ja einen Stein mehr von seiner Umgebung. Die sitzt einen Meter vor dir. Du guckst genau dahin. Das kann ich nicht ernst nehmen. Kann ich nicht ernst nehmen. Nee. Alter, ist das alles dämlich? Okay, Achtung, unten. Jetzt hat er die Waffe. Sie ist so dumm, ey. Der hätte sie auch einfach hinwerfen können. Sie ist mitten am Waffe da hingegangen und der hat sie ihr abgenommen, Schröckert. Was für eine... Die kommt zurück und jetzt hat sie keine Waffe mehr. Das vielleicht nicht der beste Das ist so unangenehm für sie. Aber das führt jetzt wahrscheinlich genau dazu, ne? Dass sie jetzt da hinrennt. Ja. Und ja, er kommt dann wahrscheinlich dahin. An den Anfang des Sommers gedacht. Während er sich verwandelt. Uns kennenlernt. Ja, oder ja, genau. Des Camps und vielleicht kann man das ja entscheiden, wann man sich verwandelt. Und deswegen greift er sie an. Frage ich mich, ob wir uns. Also deswegen greift er den Super Meat Boy an. Ja, Super Meat Boy. Sorry, was hast du gesagt? Okay, Moment. Unsicher oder zuversichtlich? Ich glaube, das ist ein Fehler, zuversichtlich zu sein. Meinst du? Ja, aber ja, du hast recht, man sollte eigentlich ne, immer den Schein bekommen. Pass auf, wir haben hier eine Entscheidung. Wir können die Leute aber nicht fragen. Nee, wir fragen die Leute auch nicht. Seht einfach nächste Woche, was wir entscheiden werden. Das ist mega der Cliffhanger. Wir können hier alles verkacken. Sind wir unsicher oder sind wir zuversichtlich? Ja, genau. Schütten wir unser Herz aus oder sorgen wir uns nicht um Caitlin? Das ist die Frage. Ja, lieber das Herz ausschütten als die Gedärme. Also wer weiß, was da noch passiert, wenn wir jetzt hier falsch wählen. Ist ein guter Punkt. Ja. Lieber Herz ausschütten als den 12-Finger-Daumen, ja. Gut. An dieser Stelle... Machen wir Feierabend? Genau, das ist ja gut. Ja, aber keine Panik, wir zeichnen direkt im Anschluss an diese Session hier schon die nächste Session auf und wir versuchen uns und bemühen uns jetzt so schnell wie möglich auch unseren Run nachzuliefern. Schaffen wir aber. Schaffen wir. Genau. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.